Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Es ist heute ein echt phänomenaler Tag, denn viele Rapper hauen gerade eben ein Video nach dem anderen raus. Und jetzt mittlerweile auch massiv. Ich feiere massiv unnormal. Wie gesagt, ich habe ihn damals schon gefeiert und der geilste Track, den ich immer noch seitdem finde, ist "Wenn der Mond in mein Ghetto kracht". Es ist immer noch ein lyrisch starker Song. Es gibt viele Songs von ihm, die gut sind, aber der ist irgendwie immer noch bei mir hier oben drin. Der letzte Track von dem Turbo, der ist auch immer noch geil. Ich feiere den auch auf legalen Wege, wird er bei mir gefeiert. Also ich besorge mir die Sachen nicht so illegal wie viele andere. Deshalb freue ich mich jedes Mal auf etwas Neues von ihm. Und diesmal hat er wieder was Neues. Und da bin ich mal gespannt, denn es ist einfach ein toller Künstler. Ich weiß gar nicht, wieso der so wenig Aufmerksamkeit gerade bekommt. Aber es kann auch deshalb so sein, weil in der Rap-Szene gerade eben einfach zu viel los ist. Allein schon diese großen Diss, die da immer so zwischen KNM, zwischen den Bangern-Crew und ist. Also somit, es ist viel los. Naja, aber trotzdem braucht er einfach viel mehr Aufmerksamkeit. So ist das. Das ist ein guter Künstler. Ich hoffe, er haut jetzt wieder mal was raus. Das wäre nämlich gut. Massiv! Bitte geh und check mir 1000 Mokis. Ja, ich steh stramm, Killer Bars auf die Beats von Tango, Beats von Tango. Das ist Berlin, jeder fühlt sich hier wie Rambo, hier wie Rambo. Louis V. Can check, Gucci Big Bang check, Big Bang check. Alles materialistisch, dieses Gameplay glaubt mir keiner, trifft sich. Jeder klärt angeblich, jeder schiebt Bälle, alter Neid ist eklig. Jeder nennt sich Ehrenmann und klebt am Geld, als wär es Tetris. Automatik-Sensor, fahr mit dem V12 Prinz vor, park am Zextor. Halte Abstand, was Fälle, walk die Teller DNS und bleibt ein No-Go. Deine Einstellung bleibt Sand, meine Einstellung Batman, Set and Madden. Denn wir messen Pitbull, Set Force, kein Geist, wer ist ready für Action? AKB schiebt Fälle, als wäre ich Kim Jong-Un. Bruder nennt mich Jay oder Fidel Castro, 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 Castro. Jeder macht auf Esco oder Pablo, alles Disney. Letztendlich gehen sie bei Joe in den Nummer 10. So ist es, AKB schiebt Fälle, als wäre ich Kim Jong-Un. Bruder nennt mich Jay oder Fidel Castro, 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 Castro. Jeder macht auf Esco oder Pablo, alles Disney. Letztendlich gehen sie bei Joe in den Nummer 10. So ist es. Flashback, BGB Release steht. Wie alles anfing, Pitbull, Demo T. Während Ripper harzer Käse auf den Tisch rollen, knallt massiv bares Cash auf das Mischpult. Headquarter Hollercore, Berlin meine Basis. Mach Mut, transferier die Hälfte automatisch. Und während Cops ihn in den Helikopter zerren, pöbeln Ripper so, als wenn sie harte Rocker wären. Viel zu viel Ego, paddeln mit dem Drehpult. Ran mit ner Punkern, leider alles Lego. Der Brettgebote repräsentiert die Volta. Ghetto League schallt bei der Sony überm Goldplatz. Rapper Deutschland rückte in den Hintergrund. Major Deal, BMG, 5 Stellen hinterm Punkt. Triggerstätte Humboldtheim, jeder kennt den Prototyp. 10 Jahre BGB, 10 Jahre unbesiegt. Massiv heißt automatisch, dass Berlin jetzt am Start ist. Frag nicht, denn Berlin ist meine Basis. Köln, glaub mir Bruder, unser Bad sitzt. Schöneberg, sind meine Arabs und Afghanis. Mohammed, wir talken Polnisch und Albanisch. Kreuzberg, an meine Türken und Almanis. Seppelhof, Spandau, Märkisches Benzberg. Wir machen Cash, bis hier jeder einen Benz fährt. Bis hier jeder einen Benz fährt. Alma Seva. Was geht ab gerade? Alma Seva. Alma Seva. Yeah. 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 Ihr verstellt euch und macht, als wird ihr knallhart. Euch gibt's im Supermarkt 99 Cent Regal. Läuft über Leichen, ihr wollt einfach ganz nach oben. Ihr seid unloyal und einfach viel zu schlecht erzogen. Das ist Berlin,
und sterb als Teil davon. Meine Gedanken sind gefangen wie im Oktagon. Ich hab ne optimale Schulterbreite für die Streets. Snappe nur realitätsgetreue Fantasie. Angewidert von deinem künstlichen Temperament. I'm the original, ihr posiert in Baggy Pants. BGB-Raketen starten Richtung Mond im Feuerhagel. Ich hab Ghettos präsentiert, erwarte noch im Kinderwagen. Mach der Tornado, der durch jedes eurer Dörfer wütet. Mach der Tornado, der die Städte in die Hälfte teilt. Der Boden explodiert und spaltet sich. Meine Faust ragt aus dem Boden raus, als wär ich Crack. Mach der Tornado, der durch jedes eurer Dörfer wütet. Mach der Tornado, der die Städte in die Hälfte teilt. Der Boden explodiert und spaltet sich. Meine Faust ragt aus dem Boden raus, als wär ich Crack. Der Track ist, ich frag mich, ob es auch auf Spotify gibt. Der Track ist mega, Alter. Am Anfang habt ihr ja mitgekriegt mit dieser Escobar-Geschichten und so. Ich frag mich, auf welchen Rapper er da gewissermaßen anspielt. Wenn ihr lange mit Hip-Hop zu tun habt, ich hoffe, wisst ihr, wem ich so meine. Ja, auch ein Berliner. Pablo Escobar, ob das so die Anspielung in diese Richtung ist. Wenn ja, wäre das wieder geil. Es gibt dann Beef. Oder, ja, viele Schauspieler das auch, aber um ihre Plattenverkäufe zu steigern, aber ich wäre trotzdem mal interessiert an diesem Beef und den mal so ein bisschen zu hören, was die beiden Künstler drauf haben. Obwohl ich glaube, der eine ist mehr auf Trap gerade hängen geblieben. Aber ist auch nicht schlimm. Das ist auch gut, was er da macht, deswegen so ist es nicht. Es ist ein Mordstrack. Ich hoffe, diesen gibt es auch auf Spotify. Auf legalen Wege. Da werde ich mich gleich mal erkundigen. Und ja, ich werde auf jeden Fall einen Daumen hinterlassen, denn er hat es, wie gesagt, verdient, der junge Mann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Wir sehen uns. Tschüss.